sind ja hier angetreten und wollten auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Wollten ein gutes Spiel machen, wollten was Zählbares mitnehmen. Es ist ja ein Punkt dabei herausgesprungen. Es hätten ja mit ein bisschen mehr Glück bzw. ein bisschen mehr Konsequenz auch 3 Punkte werden können. Aber in der Situation, in der wir uns ja befinden, die letzten Spiele waren so gesagt nicht so erfolgreich, nehmen wir diesen Punkt gerne mit. Und ich bin ja so gesagt auch mit Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, zufrieden. Mit dem 0:0 kann ich durchaus leben. Es ist unterm Strich ein gerechtes Ergebnis. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der fußballerisch überzeugt hat. Wir haben heute nur eine durchschnittliche Leistung gezeigt. Und deswegen wäre es dann unverdient gewesen, wenn wir hier das Spiel gewonnen hätten. Nach wie vor, jetzt sind noch 6 Spiele zu spielen. Ich mahne davor, Fußball passieren, verrückte Dinge. Wir bleiben konzentriert, wir bleiben fokussiert. Und deswegen nochmals 0:0 ist in Ordnung. Ja, die Ziele sind es auf jeden Fall nochmal aus den nächsten 6 Spielen so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und ich glaube, wir haben heute den Anfang gemacht mit dem ersten Punkt. Und ich glaube, wenn die Mannschaft sieht, was sie letztendlich imstande sind, ja auch zu leisten, gegen eine Top-Mannschaft in der Mittelrheinliga, sollte das so gesagt für die ja auch ein Maßstab sein. Wir haben so gesagt noch einige Spiele, wir haben noch einige Punkte. Und ich glaube, wenn man mit so einer Einstellung, mit so einem Engagement in die nächsten Wochen reingehen, werden wir auf jeden Fall noch einige Punkte sammeln. Das soll sozusagen unser Ziel sein bis Ende der Saison. Ja, wer jetzt nicht motiviert ist, der braucht normalerweise gar nicht mehr die Fußballschuhe anzuziehen. Wir haben einige Matchbälle vor uns. Wir haben 6 Spiele. Nächste Woche spielen wir gegen Freilandhofen. Richtig guter Gegner. Wir sind Tabellenführer und wir wissen ganz genau, dass jeder Spieler hoch motiviert ist, uns ein Bein zu stellen. Und deswegen werden wir uns da vernünftig darauf vorbereiten, akribisch sein und wir werden keinen Schritt weniger machen.